Wenn du neue Menschen kennenlernst, arbeitest du dir nach dem Prinzip ab und arbeitest das wieder ein. Hat zwei Vorteile. Erstens mal, alle erfolgreiche Networker. Dann ist deine Chance schon wieder wesentlich höher. Und so, ja, alles easy cheesy, sage ich, geil, freut mich. Du hast eine Liste mit 500 Leuten aufgebaut am Anfang. In welchem Bereich möchtest du operieren? Christi, in dem Video zeige ich dir das größte Potenzial auf, wo 99% von allen Networker liegen lassen. Und zwar, das Potenzial liegt im Follow-up. Das heißt, mal nur mal nachfragen, was los ist. Und das Prinzip dahinter möchte ich dir kurz an was erklären, was jeder kennt. Und zwar, du gehst auf einen großen, bekannten Online-Shop, schaust dir irgendwas an und kaufst nicht. Gehst dann weg, gehst auf YouTube, Instagram, Facebook oder ähnliches und siehst die ganze Zeit die Werbung von dem, von den Schuhen oder von der Hose, was du dir vorher angeschaut hast und du denkst da, spooky. Das ist Remarketing oder Retargeting, das wiederum heißt, das Prinzip, was dahinter steckt, und das ist auch das Prinzip vom Follow-up. Der durchschnittliche Mensch braucht 7 Impressionen, Kontakte, bis er kauft. In dem Fall mit deiner Hosen ist das, du schaust dir die Hosen an, denkst dir, ja cool, musst weg, weil hast den Kauf nicht abgeschlossen oder ähnliches. Und du wirst mit einem Pixel markiert und wirst die ganze Zeit verfolgt und egal wo du bist, siehst du das, bis du fast nicht mehr kostest und bis du kaufst. Das ist ja das, wie so große Marken, die wo riesen Marktanteil haben, immer wieder weiter Werbung machen. Ja, wir wissen, irgendwann kriegen es alle. Das ist das Prinzip dahinter. Der durchschnittliche Mensch braucht 7 Kontakte, bis er kauft. So, wie macht es jetzt der durchschnittliche Networker? Er macht es einfach so. Wenn er mal fragt, fragt er einmal nach und rührt sich nie wieder. Beim Kundeninteressenten oder beim Partnerinteressenten. Und das ist grob fahrlässig. Ich sage da wieso. Kontakt 1 kaufen 2-3%. Kontakt 2 kaufen 2-3%. Kontakt 3 kaufen 3%. Kontakt 4 kaufen 4%. Das heißt, wir sind bei 12%. Noch 4 Impressionen, noch 4-mal mit jemand drüber reden. Und jetzt kommt das Spannende. Und ganz ehrlich, wer hat schon 4-mal nachgefragt? Ich sage euch auch, wenn man das dann in der Praxis richtig macht. Jetzt kommt das Spannende. Kontakt 5, 6, 7, 8 mache ich aus den 12% 78%. Das heißt, ich versechsfache die Wahrscheinlichkeit, dass jemand bei mir kauft. Und das ist Statistik und es ist auch wieder branchenübergreifend zu betrachten. Und da wir im Network Marketing ja logischerweise auch im Verkauf sind, entweder wir verkaufen Produkte, wir verkaufen das Business oder wir verkaufen uns ja als Person, wenn ich jemanden für mein Geschäft haben möchte, verkaufe ich ihm ja, wieso ich der richtige Mentor mit dem richtigen Geschäft bin, der wo er seine Probleme lösen kann. Zu wenig Zeit, zu wenig Geld, zu wenig Perspektive. Das wiederum heißt, wenn du jetzt meinetwegen im Network erst gestartet bist und du fragst deine beste Freundin, in der Regel machst du es am Anfang auch so, dass du mega euphorisch bist, total begeistert bist und alle Argumente drüber stülpst, du kübelst ohne Ende, haust mal alles raus, was du hast und die ist einfach überfordert, sagt na, dann denkst du dir schon, oh, das Geschäft ist nicht gut oder du bist nicht gut, Wertethema Deluxe läuft dann gleich im Hintergrund, ja, wieso, ob das schon das richtige Geschäft für mich ist oder ob die Firma wirklich so cool ist, traust dich dann kaum mehr anrennen, weil du denkst, ja, meine beste Freundin hat schon nicht wollen, da wollen andere auch nicht. Und das ist grundlegend falsch. Weil die braucht nur noch mehr Informationen. Und wenn du ein richtiges Follow-up aufbauen möchtest, ich erkläre dir gleich, wie ich das mache, ist natürlich wichtig, dass du bei dem Erstkontakt den Kontakt nicht verbrennst. Das heißt, den Kontakt nicht auf Biegen und Brechen, auf Nerven gehst, den penetrant bist und ekelhaft zu dem bist. Und im Übrigen, wenn du das magst, bist du dann nicht mehr mein Freund. Weil das schadet der Branche extrem. Es schadet dir, schadet deiner Firma, deinem Geschäft. Es schadet auch mir, weil ich in der gleichen Industrie tätig bin. Und deswegen einfach easy bleiben. Und wenn ich das Prinzip dahinter, dass im Schnitt 7 Kontakte für einen Verkauf nötig sind, das Prinzip dahinter mal verstanden habe, dann weiß ich so, es liegt nicht an mir. Die Menschen ticken so, das ist in der Psychologie, in der Denkweise von den Menschen ist das verankert.
Jetzt sind ja nur 80% der Menschen Beobachter, die von Haus aus erstmal schauen. Und ja, weiß nicht, ob das was ist, ob das schon was wert. Das machen sie dann bis 75 sind, bis merken, dass die Sandu abgelaufen ist. Dann wirst du anders agieren. Und da kostet zum Beispiel dein Kumpel an Thomas Eiland, sagst du, Thomas, schau mal her, ich habe mich selbstständig gemacht, ich habe ein Business kennengelernt, ja, wo viele Experten sagen, das ist das Geschäftsmodell des 21. Jahrhunderts und ich habe eine mega coole Firma, die wo innerhalb der Industrie operiert und ich habe an die gedacht, weil du warst immer der, der wo mehr gegeben hat wie die anderen, der wo mehr vom Leben wollte, der wo als Sportler viel Disziplin hat. Was halt auf die Person passt, das kann der Erstkontakt sein. Thomas sagt, du ist echt aktuell, schön, dass du damit denkst, freut mich auch, dass du siehst, dass ich so zielstrebig und diszipliniert bin. Aber ich mache gerade einen Master, ich habe gerade die Filiale von unserer Firma noch zusätzlich übernommen. Wir bauen gerade Haus und meine Frau ist schwanger. Es passt ja augenscheinlich gerade nicht. Das hat er nicht mit deinem Angebot zu tun. So, jetzt kannst du 3, 4, 5 Monate warten, kannst den Thomas nochmal kontaktieren, rufst ihn an und sagst, hey Thomas, habe ich die Ehre, der Anselm. Du, wir haben damals schon mal geredet und ich habe gesagt, hey, ich habe sowas Geiles kennengelernt und habe sofort an die gedacht, für meinen Wunsch-Vertriebspartner. Damals war das aus dem und dem Grund für dich nicht interessant und ich möchte auf keinen Fall auf die Nerven gehen, auf gar keinen Fall. Aber ich bin jetzt schon die nächsten Schritte gegangen, ich bin jetzt da schon erfolgreich, mir macht es mega viel Spaß und ich finde es noch viel geiler wie am Anfang. Und jetzt wollte ich mal fragen, ob du grundsätzlich offen bist, dass wir mal drüber sprechen, dass ich das erklären kann, wie du noch passiv Kohle verdienen kannst oder wie du noch eine zusätzliche Einkommensquelle erschließen kannst. Sagt ja oder nein. Wenn er nein sagt, sagst du, hey Thomas, danke, dass du ehrlich warst, dass du mir das jetzt gesagt hast, dass du jetzt immer noch da mit deiner Filiale bist, mit deiner Ausbildung noch nicht ganz fertig bist. Ich habe mal eine Frage, kennst du vielleicht jemanden, für den, wo das Thema Geld verdienen nebenbei aktuell schon interessant ist? Vielleicht kriegst du eine Empfehlung, vielleicht kriegst du keine Empfehlung. Aber auf alle Fälle fragt immer noch Empfehlungen. Immer. Ich habe geile Vertriebspartner über Empfehlungen gekriegt. So, jetzt vergehen wieder ein paar Monate. Natürlich rufe ich den nicht jeden Tag an. Das ist hoffentlich auch verständlich. Sondern lass einfach ein paar Monate verstreichen, je nachdem, was er mal gesagt hat. Wenn er sagt, du, hey, das ja auf gar keinen Fall, rufe ich mal nächste nochmal, dann rufe ich natürlich nicht nach 3 Monaten, sondern in einem Jahr. So, dann rufe ich das dritte Mal an. Hey Thomas, hab ich die Ehre, was geht? Ja, cool, bla 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 bla. Wie geht's in der Arbeit? Ja, boah, das mit der Filiale geht mir ganz schön auf den Arsch. Ich hab viel Arbeiten für 200 mehr netto, hab viel Verantwortung, muss die ganze Zeit länger bleiben. Ah, okay, und wie ist mit deinem Master? Hast du den jetzt schon fertig? Ja, den habe ich auch schon fertig. Und das Kind, auch alles gesund und so. Ja, alles easy cheesy, sag ich, geil, freut mich. Du kannst da vielleicht schon denken, wieso ich mich jetzt bei dir rühre, oder? Ja, wahrscheinlich wegen dem, was wir schon mal geredet haben, sagst du Bingo. Weil ich bin jetzt mittlerweile noch mehr in der Materie drin. Ich finde es noch geiler. Und ich möchte einfach ein kurzes Angebot machen, weil ich möchte immer noch mit dir zusammenarbeiten. Dann ist deine Chance schon wieder wesentlich höher. Und nach dem Prinzip kannst du die weiteren Follow-ups machen. Wenn du jemand nicht auf die Nerven gehst, dann ist es auch nicht so, dass du da ägelhaft bist oder dass du jemand hinterher rennst oder den in irgendeine Ecken drängst oder versuchst zum Überreden. Nein. Du bietest dem einfach eine Möglichkeit und es ist, ich war bei vielen von meinen besten Vertriebspartnern ewig hinterher. Monate oder 2 Jahre, natürlich in einem gewissen Abstand, wie ich es gerade in dem Beispiel beschrieben habe. Aber es ist für den Gegenüber, ist es doch auch schön, wenn der wirklich merkt, dass du ehrlich mit dem zusammenarbeiten möchtest, weil er ein cooler Typ ist. Nicht so ein Gossenpenner, sondern ein cooler Typ ist, den du persönlich magst, der gute Fähigkeiten hast und du immer sagst, hey, du, ich darf mit dir gerne zusammenarbeiten. Schaust du doch einmal an. Ja, und dann, nach dem Prinzip, wenn du deine Follow-ups machst, wirst du sehr, sehr gute Ergebnisse kriegen. Und jetzt habe ich noch einen Zusatz-Spezialtipp. Da habe ich auf dem Kanal ein Video, das heißt No-Brainer. Und zwar stelle ich da genau den Karteikasten vor. Ich mache mal eine kurze Zusammenfassung. Ich telefoniere mit dem Thomas jetzt. Er verzeiht mir eben das. Meister, schwanger, Filiale übernommen. Ich nehme einfach einen Karteikasten, schreibe drauf Thomas Meyer. Er hat mir gesagt, Datum, das und das und das gesagt. Er hat gesagt, ja, in 3 Monaten kriege ich das Kind. Dann darf das halt 4 oder 5 Monate, in dem Beispiel, in die Zukunft, jetzt wo wir das Video aufnehmen, haben wir Februar, darf das halt in Juli reinstellen. Hat 2 Vorteile. Erstens mal, ich brauche es mir nicht merken. Und irgendwann hast du 100 Tabs offen, was du noch denken musst. Aufschreiben ist immer das Beste.
Nicht nur in dem Bereich. Ich schreibe alles immer auf. Dann habe ich es raus aus dem Kopf, dann komme ich klar, dann komme ich zur Ruhe und kann schlafen. Also erstens mal, ich brauche es mir nicht merken, kann einen Tab schließen. Zweitens mal, ich bin dann im Juli, gehe in Juli rein, mache meinen Karteikasten auf, habe da 10 Karten drin, sehe als erstes an Thomas. Ah, an Thomas, den hätte ich sonst schon ganz vergessen. Was habe ich mit dem eigentlich geredet? Aha, ich habe sofort wieder einen Reminder und brauche auf das, was ich letztes Mal mit dem geredet habe, Bezug nehmen. Und es passiert noch was weiteres, was vielleicht sogar das Wertvollste ist. Angenommen, du hast eine Liste mit 500 Leuten aufgebaut am Anfang. Hast 200 davon angerufen, dann hast du die in deinem Karteikasten verteilt. Und dann ist ein Nein kein Nein mehr, sondern es passt halt gerade nicht. Du hast das nur in die Zukunft verschoben. Es werden dir aber parallel dazu immer wieder neue Leute einfallen, du lernst neue Leute kennen und so holst du Empfehlungen und so weiter, die wo du auch abtelefonierst und nach dem System in den Karteikasten einordnest. Das heißt, selbst bei einem Nein wird dein Kontaktpotenzial nicht weniger, sondern mehr, weil es in meinem Kasten einordne. Das bringt mega Ordnung, es ist quasi so eine Offline-App, die wo mega ist, die wo in meinem Leben einen riesen Unterschied gemacht hat. Und ich kann immer follow-upen. Und wenn du das jetzt mal ein Jahr machst, dann hast du deinen Karteikasten voll und dann brauchst du im zweiten Jahr, gerade noch dann im Januar eine lange, hast die Karteikarten für den Januar und arbeitest die einfach ab. Und wenn du neue Menschen kennenlernst, arbeitest du die nach dem Prinzip ab und arbeitest das wieder ein. So hast du ein einfaches System und brauchst mit wenig Aufwand sehr, sehr hohe Ergebnisse machen. Und ich habe letztes Jahr sicherlich zwischen 15 und 20 Leute, die ich gut kenne, nach 2 Jahren, wo ich schon 2 Jahre Partner war, sind bei mir gestartet. Und das ist auch einer meiner Appelle an die in dem Video. Sieg Network Marketing mittelfristig. Mach's mal 1 Jahr, schau nach 1 Jahr nach, hey, wo bin ich, was mir hinbracht, macht es mir Spaß, habe ich einigermaßen Ergebnisse gekriegt und verstehe das System. Viel regelt die Zeit. Wachstum, Leid, wo überlegen. Und wenn du das nach dem Prinzip arbeitest, kommt es auf einmal an den Zeitpunkt, wo du jedes Monat einige Partner dann wieder kriegst, mit denen du schon geredet hast. Das ist total einfach. Und es ist wie immer, in der Einfachheit liegt die Perfektion. Und merkt das, Kontakt 1 bis Kontakt 4, 12%, 5 bis 8, 78%. In welchem Bereich möchtest du operieren? In dem 1er Bereich oder in dem 2er Bereich, wo du große Ergebnisse hast? Und es ist wichtig zum Verstehen, du gehst keinen auf die Nerven, es zeigt eine Wertschätzung, wenn ich jemand wirklich merkt, ich möchte mit ihm arbeiten. Das ist ganz, ganz wichtig, im Follow-up liegt die Macht. Das Potenzial ist im Follow-up, nicht im Erstkontakt. Also macht viel Erstkontakte, dann habt viel Follow-ups und dann werdet ihr alle erfolgreiche Networker. Lasst mir unbedingt ein Like da, einen sinnvollen Kommentar, auch vielleicht mit dem Wunsch, was du als nächstes Thema gerne hören darfst. Ich schaue mir die Kommentare alle an, sammle die Themen zusammen und wir Content zu dem Thema produzieren. Und falls du noch nicht mein sagenhaftes E-Book Game Changer Network Marketing kennst, schau in die Beschreibung rein, da kannst du es da runterladen. Und wenn du Bock hast, ein Network zum Starten und sagst, ich möchte mit so einem sympathischen Bayern zusammenarbeiten, habe ich einen Link für die Bewerbung drin. Ich wünsche dir gute Zeit, maximalen Erfolg und ja, wer Network Marketing Professional. Bis bald, ciao.